Tendenziöse Berichterstattung, das Verzerren von Fakten, das Weglassen von Fakten und natürlich die ganz simplen Welterklärungen. Das hat alles stark zugenommen, wie wir alle wissen, durch die sozialen Medien. Das ist aber nur die eine Seite. Wir haben nämlich zum Teil auch bei den großen etablierten Medien immer mehr Beiträge, die einseitig sind und auch manipulativ. Und mein konkretes Beispiel heute dafür, das ist leider wieder mal eine Dokumentationsreihe von Arte, wo ich persönlich sagen muss, Arte, es reicht jetzt langsam mal. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich werde auch nicht jünger und ich komme jetzt eben auch langsam in die Alterskohorte der wütenden weißen alten Männer. Die kennt man ja. Und das ist für andere Menschen schwer zu beschreiben. Aber unsereins, wir sitzen einfach nur da und schon steigt sie wieder in einem hoch. Dumpfe, brutale, irrationale Wut, die eigentlich gar kein Ziel hat normalerweise. Aber meine Wut hat ein Ziel seit einiger Zeit, nämlich den Sender Arte. Es wird ja oft beklagt, die Leute haben zu wenig Finanzwissen und Geldanlagewissen und auch keine richtige Aktienkultur. Aber Arte tut jetzt was dagegen. Es klärt auf und zwar mit einer ganzen Serie. Planet Finance. An sich sehr verdienstvoll. Und das hier ist die Pilotfolge. Wie entstanden die Finanzmärkte bzw. wie funktionieren die Finanzmärkte? Und was soll ich sagen? Ich habe es mal auch wieder reingezogen, weil wie die Finanzmärkte funktionieren, das hätte ich natürlich schon auch mal ganz gern gewusst. Und das Ganze geht dann aber wie folgt los. Man sieht da so einen Swimmingpool in einer völlig kaputten Gegend. Man erfährt jetzt nicht, wo das ist oder was da war. Es sind einfach mal schöne Katastrophenbilder. Und dann sagt die Stimme aus dem Off: Alles Unheil auf diesem Planeten Erde, ob von Menschen gemacht oder nicht, dürfte bei Börsenhändlern gegenteilige Reaktionen auslösen. Hungersnöte oder Kriege verheißen steigende Kurse. Für Akteure am Markt sind sie eine Gelegenheit, viel Geld zu machen. Für den Rohstoffhändler wäre es der Albtraum, wenn er eines Morgens aufwacht und die Schlagzeile lautet: Frieden auf Erden. Und wenn man sowas schon wieder hört als degenerierter Wutbürger, da will man doch glatt einfach nur aufspringen und die offene 50 Cent Einweg-Billigbierdose packen und an die Wand schmeißen, wenn man nicht wüsste, dass man sich damit wahrscheinlich das große Fanposter einsaut von Alice Weidel. Aber im Ernst. Wenn Sie auch Geld investiert haben an der Börse, geht's Ihnen da nicht auch so, dass Sie jeden Tag inbrünstig beten, dass auf der Welt endlich wieder mal Krieg und Elend und Chaos ausbrechen? Aber selbstverständlich tun Sie das, sonst verdienen wir doch alle nichts. Das ist also das Wesen der Finanzmärkte, darum geht's angeblich an der Börse. Und der Rest von der Dokumentation ist dann auch schon ziemlich belanglos. Wir sehen dann noch eine Psychologin, die erklärt, dass die Händler oft unter Stress stehen. Und wir sehen jemand, der erklärt, dass zwischen den Börsen die Datenübertragung immer schneller wird. Und es gibt eine Frau von der Börse Tokio, die erklärt, dass die Börse Tokio jeden Tag als erste aufmacht. Und dann gibt es noch zwei ehemalige Parketthändler aus New York, die haben viel erlebt und die erzählen, dass es da rau herging immer, dass man früher auf dem Parkett schon auch mal mit einem Stift gepiekst worden ist. Warum sehen wir nicht noch mehr Interviewpartner oder vielleicht auch bessere Interviewpartner? Weil, wie uns gesagt wird, die meisten Bewohner von Planet Finance, die sind nicht gerade erpicht drauf, dass sie tiefere Einblicke geben. Schon klar, das sind ja auch alles Verbrecher. Und außerdem die zwei Parketthändler, die reichen auch völlig, weil sie genau die O-Töne raushauen, die sie auch raushauen sollen. Zum Beispiel: Die Natur der Wall Street ist,
Jeder für sich selbst. Töte oder du wirst getötet. Fressen oder gefressen werden. Es ist nichts anderes als die Natur der Bestie. Oder das Monster in der Maschine gerät völlig außer Kontrolle und macht alles nur nicht, wofür es geschaffen worden ist. Das sind Zitate, damit kann man arbeiten, die kann man dann auch einfach so stehen lassen, das muss man auch nicht mehr erklären oder begründen. Von der Machart her ist es so die typische Arte-Dokumentation. Planet Finance, das ist die unsichtbare Gegenwelt zum Planeten Erde, die auch für die Autorin, wie sie selbst sagt, weit weg ist. Und darum nimmt sie uns jetzt mit auf eine lange Reise auf der Suche nach Antworten. Und jetzt könnte man sagen, Marje Mehrmann, so heißt die Autorin, wenn du keine Ahnung hast, dann bringt es uns auch nichts, wenn du mit uns nach New York fliegst und nach Tokio und nach Tasmanien, wenn wir da nichts zu sehen kriegen. Aber genau darum geht es eigentlich. Ganz viele tolle Bilder, die nichts belegen, die nichts erklären, wo der Zuschauer danach aber trotzdem das Gefühl haben soll, jetzt habe ich es auch verstanden. Da ist was da draußen, eine Parallelwelt, die gefährlich ist und die böse ist, weil sie für wenige Leute Reichtum produziert und zwar ausschließlich aus dem Unglück, das wir auf der Welt haben. Und nur hier auf YouTube, da haben 230.000 Zuschauer die Pilotfolge gesehen und die Kommentare waren so gut wie durchwegs hocheuphorisch. Die beste Serie jemals oder schöne Bilder gemischt mit gewaltigem Hintergrundwissen. Ein filmisch-dokumentarisches Meisterwerk. Mind-blowing. Ich bin bald Finanzexperte. Danke, Arte. Oder ich habe ein bisschen Ahnung von der Finanzwelt, da ich Politikwissenschaft studiert habe. Aber Arte hat mich mehr gelehrt als ein Semester an der Uni. Wobei ich das sogar nachvollziehen kann. Ich habe Politikwissenschaft auch mal im Nebenfach studiert. Aber wie auch immer, überschwängliches Lob für eine Dokumentation, die journalistisch oder von der journalistischen Sorgfalt her unter aller Sau ist. Man kann es nicht anders sagen und es ist ja auch nicht das erste Mal. Ich erinnere an die berühmte Dokumentation Goldman Sachs, eine Bank lenkt die Welt, in der zum Beispiel sinngemäß die These vertreten worden ist, die Bankenrettungen in den USA in der Finanzkrise, das sei ein von Goldman Sachs Leuten angeführter Staatsstreich gewesen. Oder ich erinnere an BlackRock, die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns, wo 1,5 Stunden lang unterschlagen worden ist, dass das ganze Aktienvermögen in den BlackRock-ETFs nicht BlackRock gehört, sondern den ETF-Anlegern. Und dann natürlich noch die völlig absolut unsägliche Dokumentation Boom and Crash, wie Spekulation ins Chaos führt, in der es behauptet worden, mit einer absolut hanebüchenen Argumentation, dass an allem Elend auf der Welt wirklich irgendwie die Terminmarkt-Spekulation schuld ist. An der russischen Besetzung der Krim, am Syrienkrieg, an der Flüchtlingskrise, am arabischen Frühling, an der Armut in Venezuela, am Brexit und so weiter. Also wirklich an allem. Ich habe darüber damals auch ein Video gemacht, weil das für mich so nicht erträglich und hinnehmbar war. Und ich sehe mich hier jetzt nicht als sowas wie Arte-Watch oder jemand, der hier einen Feldzug führt gegen Arte. Aber es kann nicht sein, dass auf einem öffentlich-rechtlichen Sender, den wir auch alle mitbezahlen, dass es da zu bestimmten Themen nur Berichte gibt, die absolut manipulativ sind, die absolut tendenziös sind und dass der Bildungsauftrag von Arte anscheinend nur dann erfüllt ist, wenn die Finanzmärkte dann absolut dämonisiert werden und absolut verteufelt werden. Dem muss man auch ein bisschen was entgegensetzen, finde ich, auch wenn es nicht einfach ist, weil die Reichweite von Arte, die ist natürlich riesig. Und auch der YouTube-Kanal allein schon hat 1,8 Millionen Abonnenten. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, unterstützen Sie mich mal mit einem Kanalabo und dabei dann auch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie auch mit, wenn neue Videos da sind, dann komme ich damit an Arte trotzdem nicht ganz ran. Aber umso mehr gilt natürlich, jedes Abo von Ihnen zählt. Sie kostet es nichts und mir ist damit sehr geholfen.
Aber so oder so, ich glaube, jedem ist klar, wenn es Krisen gibt auf der Welt, dann steigen von bestimmten Dingen natürlich schon die Preise. Also beim Ausbruch vom Ukraine-Krieg, da war das zum Beispiel ja Erdgas oder Weizen. Und davon profitiert dann auch der eine oder andere. Aber es gibt immer auch eine Gegenseite, die verliert. Und außerdem muss man ja auch bedenken, dass ein Terminhändler ja auch Risiken übernimmt, die andere Marktteilnehmer nicht haben wollen. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist der, dass Krisen, Kriege, Katastrophen und so weiter, dass die im Großen und Ganzen für die Märkte natürlich schlecht sind, weil dadurch Unsicherheit entstehen, weil dadurch die meisten Marktteilnehmer Geld verlieren. Und jeder, der irgendwie mal mit Börse schon irgendwas zu tun gehabt hat, der weiß das natürlich auch. Aber Arte macht den Zuschauer eben trotzdem weiß, und zwar permanent. Die Finanzmärkte, das ist ein System, wo die Akteure grundsätzlich davon profitieren, dass es dem Rest der Welt schlecht geht. Man kann jetzt durchaus Dokumentationen machen über Händler oder über Investoren, die von Krisen profitieren oder die es zumindest versuchen. Das ist dann aber ein einzelner Aspekt und so eine Dokumentation darf dann eben nicht heißen, wie funktionieren die Finanzmärkte. Und es gibt zig Themen auch über Finanzmärkte, die man sich auch mal kritisch anschauen könnte natürlich. Also zum Beispiel, warum gibt es Spekulationsblasen oder warum wirken die sich dann auch oft so hart auf die Realwirtschaft aus? Oder was sind systemische Risiken und wie entstehen die? Und könnte man was dagegen tun? Und so weiter und so fort. Aber das wäre natürlich ein bisschen viel verlangt, weil dazu müsste man nämlich einen Redakteur haben, der Ahnung hat von der Sache und nicht nur jemand, der mit uns wieder mal auf eine ganz lange Reise geht. Aber viel entscheidender ist natürlich auch, dazu müsste man von der Prämisse erstmal ausgehen, dass das Finanzsystem zumindest im Prinzip eine Funktion haben könnte oder wenigstens mal gehabt hat. Und dass es nicht nur dafür da ist, dass gierige Reiche auf Kosten von Armen noch reicher werden. Und das wäre dann aber ein Zugeständnis, befürchte ich, dass so ein Sender wie Arte gar nicht machen kann oder machen will aus ideologischen Gründen. Warum regt mich das so auf? Ich bin, anders als viele, grundsätzlich immer noch ein Fan von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich bin zum Teil sogar auch noch ein Fan von Arte. Und wenn es da nur alte Spielfilme sind oder Dokus von der Affenplage in Neu-Delhi. Aber umso schlimmer ist es eben, wenn gerade so ein öffentlich-rechtlicher Sender einseitig berichtet und auch offen manipulativ. Und ich sag's nochmal. Vermeintlich aufklärerische Sender, so wie Arte. Wenn es um so Dinge geht wie Verschwörungstheorien, da sind die ja die ersten, die die Nase rümpfen über die ganzen verrückten, paranoiden Leute da draußen. Aber wenn ich von Arte permanent eingeimpft bekomme, wir werden alle beherrscht von einer geheimnisvollen, gierigen, bösen Finanzelite, die die Welt komplett ausplündert und kontrolliert. Wann, wenn nicht, dann ist dann die Zeit für den Aluhut. Wenn ich davon mal fest überzeugt bin, dann ist alles andere auch schon egal. Dann kann ich auch gleich glauben, dass diese Eliten auch Kinderblut trinken oder dass Bill Gates und alle, uns alle chippen will. Wobei, seit nicht mehr großartig geimpft wird, gibt es auch keinen Halbleitermangel mehr. Merken Sie was? Merken Sie was? Darüber hören Sie bei Arte kein Wort. Das haben die unterschlagen. Es gibt also doch noch einen Funken Hoffnung für Arte und eigentlich ist es ja auch immer noch mein Lieblingsverschwörungssender, gleich nach RT News. Einmal Schmuddelfernsehen, immer Schmuddelfernsehen. Aber achten wenigstens Sie darauf, dass Sie Ihr Weltbild auch mit seriösen Quellen formen, ab und zu. Und in dem Zusammenhang darf ich eben gleich nochmal daran erinnern, dass Sie meinen Kanal auch noch nicht abonniert haben. Das können Sie jetzt aber tun. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.